Ach ja, ich kann ja keine Lüfte direkt an die Dyson-Sphäre setzen. Ah! Wieso geht das denn noch nicht? Diese scheiß Hitbox. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory mit. Meine lieben Freunde, in unserer Megafabrik zur Versorgung der Dyson-Sphäre hat es, wie gerade im Live-Chat schon festgestellt wurde, minimale Veränderungen gegeben. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, was ich geändert habe oder was sich geändert hat. Ich habe ein bisschen gesuchtet. Suchtis Factory macht seinem Namen jetzt in letzter Zeit dank der Mods wieder alle Ehre. Es ist wieder mal ein absolutes Fest, dieses Spiel zu suchten. Ich habe offscreen, ihr seht, ein bisschen gestalterisch schon gebaut. Da könnt ihr euch schon mal so ein bisschen grob vorstellen, wie das Ganze hier mal aussehen soll, wenn die Dyson-Sphäre mal fertig ist. Und wenn ich fertig bin mit den Nerven, nachdem ich das gebaut habe, werde ich wahrscheinlich dann in so eine nette Einrichtung überwiesen, wo Leute mit weißen Kitteln, Leute in Jacken, wo die Ärmel zusammengenäht sind, betreuen. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal ein paar Versorgungsressourcen jetzt an den Start gebracht. Genau. Vier Dinge haben wir jetzt hier schon in der Dyson-Sphäre drin. Der absolute Wahnsinn. Da habe ich gedengelt, dass wir da auch die Mengen haben, die wir brauchen. Wir haben die Iron Plates in der Dyson-Sphäre. Wir haben die Schrauben in der Dyson-Sphäre. Wir haben die High-Voltage-Cables in der Dyson-Sphäre. Wir haben Plastik in der Dyson-Sphäre. Wir haben, glaube ich, hier auch sogar noch was anderes tatsächlich. Ich hatte ja noch hier die Rods. Den Rotz habe ich auch noch angeschlossen. Hier genau, Rotz haben wir auch. Da haben wir aber noch nicht verkabelt. Das Lustige ist bei der Dyson-Sphäre, die hat so eine scheiß Hitbox, die so groß ist, dass man tatsächlich an der Dyson-Sphäre selber keine Förderwandlüfte anbringen kann. Das geht nicht. Nicht genügend Freiraum! Und ich habe hier lustigerweise auch die Container in die Hitbox reingebaut und auch da kann ich jetzt immer noch nicht die Dinger setzen. Das Einzige, was geht, ist, ich kann Förderbänder legen. So, das geht natürlich nicht, wenn das zu steil ist. Verdammte Axt. Das heißt, ich muss tatsächlich, wenn ich von oben runterbauen will, muss ich, glaube ich, hier den Ausgang benutzen. Sonst geht das gar nicht, sonst kriege ich das da gar nicht runter. Das heißt, müssen wir mal kurz improvisieren ein bisschen hier wieder. Genau, ich habe auch, wie gesagt, die Anlagen erweitert. Also wir haben jetzt die Stahlrohre. Da haben wir jetzt die Menge, die wir brauchen. Zumindest halbwegs die Menge, die wir brauchen. Ob es dann letztendlich reicht, müssen wir dann halt sehen. Das Förderband ist zu steil. So ein Quatsch schon wieder hier. Müssen wir mal so versuchen. Ja, diese Lager, die ich hier gebaut habe, zum Zwischenlagern, das sind so Zwischenpuffer, weil die Dyson-Sphäre muss auch zwischendurch immer mal repariert werden. Und dadurch verbraucht die dann pro 10 Minuten oder alle 10 Minuten ein gewisses Kontingent an Items. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey, wie das hier schon wieder nicht geht. Ich werde ja wahnsinnig hier. Da verbraucht die dann halt ein gewisses Kontingent an Items. Und wenn man das nicht nachlegt, dann fällt die aus. So, und damit das Kontingent schon vorgepuffert ist, habe ich halt hier diese Lager aufgestellt und hoffe einfach mal, dass das zumindest eine Zeit lang dann einfach mal läuft. Jetzt funktioniert es endlich. Meine Fresse. Meine Fresse, meine Fresse. So, und jetzt, wenn ich jetzt da reingehe. Achso, das ist ja eine Befüllung hier. Oh Mann, gibt es hier keinen Output hinten? Es muss doch einen Output geben. Nee, da gibt es nur Inputs. Scheiße. Vorne gibt es Outputs und Inputs bei den Lagern. Da muss ich auch erstmal drauf klarkommen, auf diese More Factory Lager. Jetzt kriege ich ja hier die Sachen gar nicht raus. Warte mal, das akzeptiere ich nicht. Hier ist ein Eingang, siehst du? Was ist denn, wenn ich das jetzt von hier? Nee, nicht von da. Von hier nach da geht auch nicht. Wie geht's denn? Wie würde es denn gehen? Oh Gott, ist das ein Kabelsalat, ein Bandsalat ohne Ende. Nicht genügend Freiraum. Kann ich nicht irgendwie... Warte mal. Das ist leider die Scheiße bei der Dyson-Sphäre. Diese Hitbox. Die ist richtig doof. Die ist richtig blöd, ist die. Man sieht auch natürlich wieder nicht genau, wo sie aufhört. Das ist das andere Problem. Warte mal, kann ich nicht jetzt einfach... Ich kann doch hier... Ich kann doch... Ich versuche gerade... Vielleicht hierhin? Geht auch nicht. Nicht genügend Freiraum. Okay, ich glaube,
wir müssen diesen Puffer hier wegmachen. Der funktioniert nicht tatsächlich. Der funktioniert tatsächlich nicht. Wie ärgerlich ist das denn, ey? Das geht einfach nicht. Der ist einfach zu nah dran. Und zu weit oben. Ah, Mann, ey. Okay, haben wir gleich direkt eine Lücke im System gefunden. Egal. Auf jeden Fall, die Stahlrohre sind auf jeden Fall von der Menge her ausreichend, dass wir die anschließen können. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Hier habe ich übrigens auch mal ein bisschen, wie gesagt, gestalterisch gebaut. Ein bisschen die Anlage erweitert. Und das wird natürlich auch alles noch ein bisschen weiter durchgezogen. Wir gehen jetzt erstmal alles durch, was ich jetzt schon gemacht habe. Also, wir haben hier natürlich die Plattenproduktion gesteigert. Das hatten wir alles schon gemacht. Auch ein paar Stahlrohre produzieren wir mehr. Dann haben wir hier drunter eine Produktion für Turbodraht. Der Turbodraht oder beziehungsweise das Katerium, das holen wir vom Strand, von der Strandquelle. Und hier daneben haben wir mit Turbodraht direkt eine Kabelproduktion. Und aus diesem Turbodraht und diesen Kabeln werden hier oben High-Voltage-Cable hergestellt. Genau. Eins pro Minute wird da pro Produktionseinheit fertig. Und die werden auch für die Dyson-Sphäre gebraucht. 500 brauchen wir da tatsächlich, damit die Dyson-Sphäre anläuft. Und hier werden jetzt pro Minute 2, 4, 6, 8 pro Minute produziert. Ist wahrscheinlich nicht genug für die Reparaturen, aber es ist schon ein bisschen ein Zwischenspeicher entstanden. Das heißt, das geht eigentlich schon. Genau, was hatten wir dann noch gemacht? Genau, hier Aluminium. Genau, da haben wir auch dran gearbeitet. Genau, habe ich auch nochmal ausgebaut, dass mehr Aluminiumbarren durchlaufen, damit hier mehr Platten vom Band gehen. Stimmt, das könnte man eigentlich auch direkt anschließen. Da habe ich den Output noch gar nicht dran. Da haben wir ja schon die fünfte Ressource eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf, die wir anschließen können. Nicht schlecht, aber wir sind trotzdem noch meilenweit von der Inbetriebnahme entfernt. Trotz dieses ganzen Offline-Suchtens sind wir immer noch meilenweit davon entfernt. Das ist echt heftig. Genau, schauen wir mal noch weiter hier, was wir noch gemacht haben. Wir haben die Eisenplattenproduktion nochmal gesteigert und auch die Eisenbarrenproduktion. Wir haben jetzt zwei verschiedene Lines für Eisenbarren. Eine für die Stahlproduktion, so ein bisschen, die darüber geht. Und für, ich glaube, da hinten war noch irgendwas mit Eisenbarren produziert worden, was ich jetzt vergessen hatte. Und hier, genau, hier sind jetzt Platten, Plattenproduktion. Haben wir auch nochmal gesteigert. Das sind jetzt hier, was ist das jetzt hier? 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18 auch. 18 Plattenproduzenten. Der hinten kriegt immer noch kein Eisen. Ist der auch verbunden? Ja, komisch, der kriegt immer noch kein Eisen. Immer noch nicht genug Eisen, was hier vom Band läuft. Unglaublich. Und das, obwohl die hier hinten schon voll laufen. Müssen wir wohl auch nochmal die Produktion fürs Eisen auf der Line hier steigern. Ja, ihr seht schon, da haben wir noch einiges zu tun, bis das hier wirklich reibungslos läuft. Genau, und oben haben wir auch die Rods nochmal verstärkt. Stimmt, das ist, weil sich Rods und Platten jetzt die eine Line teilen müssen. Deswegen kommt da unten so wenig an. Verstehe, verstehe, begreife. Alles klar. Ja gut, genau. Und ich mache das jetzt immer so, dass die Produktion, die weiterverarbeitet werden muss auf diesem Hub oder auf diesem Mainbus-Band, dass die exakt abgezählt wird. Ne? Also hier jetzt gerade nicht, weil das gerade nicht gebraucht wird. Aber es steht jetzt halt immer so ein Item-Throttle am Rand, der dann auf den Mainbus die benötigte Menge exakt ausgibt. Also bei den Platten unten ist das schon so, bei den Schrauben. Und bei dem Turbodraht habe ich es noch nicht so gemacht. Da müsste man das aber eigentlich auch noch so machen. Wobei, beim Turbodraht müssen wir es nicht so machen, weil der wird nicht für die Dyson-Sphäre gebraucht. Also der wird immer noch weiterverarbeitet. Deswegen kann der komplett auf den Bass rauf. Den brauchen wir nicht in der Dyson-Sphäre. Und auch bei den Kabeln hier, da wird so wenig produziert. Und vor allem wird das auch nicht für die Weiterverarbeitung gebraucht, diese High-Voltage-Kabel. Dass wir die komplett an die Dyson-Sphäre geben können. Genau, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir versuchen jetzt mal diese zwei anderen Sachen, die wir jetzt hier in rauesten Mengen am Start haben, an die Dyson-Sphäre zu geben. Die Teleportation klappt übrigens sehr hervorragend. Oh, das läuft leer hier. Ja, ich glaube, es läuft langsam leer. Guckt mal. Da müssen wir wohl den Output für Portal Stabilizer demnächst nochmal erhöhen. Wenn dieses Lager sich leert, heißt das, wir haben nicht genug Portal Stabilizer, weil dieses Lager versorgt nämlich... Also es wird ja auch teleportiert. Genau, da kam er gerade wieder rein. Der kommt auch aus der Gegend, wo wir den Portal Stabilizer produzieren. Und wenn da nicht genug nachläuft, damit das voll bleibt hier, dann verbrauchen anscheinend die zwei
Teleporter, die wir hier hinten... Scheiße, da komme ich nicht durch. Die zwei Teleporter, die wir da hinten haben, die verbrauchen anscheinend so viel Teleporter-Stabilizer, dass wir da demnächst mal erweitern müssen auch. Baustellen über Baustellen, ihr seht schon, meine lieben Freunde. So, jetzt fahre ich mal nochmal hoch, genau. Jetzt machen wir nochmal Anschlüsse hier. Wir schließen jetzt mal alles an, was wir anschließen können. Aufzug. Wunderschön. Und dann fahre ich mal hoch. Genau, diverseste Mods haben übrigens auch noch Updates bekommen, habe ich gehört. Also auch die Renewable Power Mod soll mit der Dyson-Sphäre auch ein Update bekommen haben, tatsächlich. Das Problem bei diesen Updates ist halt, das dauert A, immer ein bisschen, bis ich das mitbekomme, dass ein Mod ein Update bekommen hat. Das ist Problem Nummer 1. Und Problem Nummer 2, selbst wenn ich das rechtzeitig mitbekomme und diese Updates installiere, wenn ihr die Folgen seht, muss ich nochmal ganz, ganz wichtig jetzt zuhören. Wenn ihr die Folgen seht, heißt das, dass die Mods, die ich habe, schon längst wieder veraltet sind, weil die Modder mit den Updates so schnell sind, dass ich da mit den Folgen gar nicht hinterherkomme, selbst wenn ich die Folgen täglich bringe. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn ihr ein Update gesehen habt im Fix-It-App, da wo die Mods angeboten werden für Satisfactory, dass ich das Update schon längst habe, dass ihr es aber nur in den Folgen noch nicht seht. Ja, ganz wichtig. Für alle, die sich immer wundern, ja, du hast doch aber die alten Aufzüge noch, warum hast du denn nicht die mit den 4 Türen und so? Oder es gibt jetzt eine neue Mod mit neuen Aufzügen oder die Dyson-Sphäre wurde geupdatet und so hat jetzt ein neues Modell. Das liegt einfach daran, dass die Folgen einfach meilenweit hinterher sind. Selbst in den Streams bin ich nicht immer up-to-date. Von daher, ja, so ist das halt. Die Modder sind einfach schneller. Die sollen mal langsamer arbeiten. Das wäre mal eine gute Idee. So, ich glaube, wir machen das jetzt mal hier so, dass wir das hier mal nochmal ändern, dass wir den linken Eingang frei haben. Und das packen wir jetzt einfach mal hier an diesen Eingang. Das geht nämlich gerade noch mit der Biegung. Das hier können wir auch nochmal ändern. Das legen wir auch mal auf diesen hier. Und dann haben wir nämlich die zwei hier links, die haben wir nämlich noch frei für Inputs. Und da können wir jetzt dann was anderes drauflegen. Das können wir nämlich dann von hier holen tatsächlich. Oh, können wir nicht, sehe ich gerade. Sekunde. Das geht schon noch, Moment. Mach das mal weg. Ganz wichtige Info an der Stelle, weil sich viele immer wundern, warum ich teilweise veraltete Mods am Start habe in den Folgen. Die Modder sind einfach zu schnell. Die Modder sind einfach zu geil, ja? Die Modder müssen mal nicht so geil sein. Die müssen mal ungeiler sein, die Modder. Ich meine, für euch ist es natürlich geil, dass das immer alles so schnell geht mit den neuen Updates und so. Weil ihr dann natürlich immer schön viel schnell neue Sachen habt und auch Bugfixes gehen schnell und so. Aber für YouTube ist es halt blöd, weil ich da nie im Leben hinterherkomme. Selbst wenn ich am selben Tag noch ein Video mache, ist es am nächsten Tag wahrscheinlich schon wieder veraltet, weil schon wieder ein Update rauskommt. Teilweise geht es wirklich so schnell. Das ist echt der Hammer. Von daher versuche ich gar nicht erst so krass aktuell zu bleiben. Es ist halt ohne Witz so, ne? Ich stelle einen Mod vor in meinem Video und am nächsten Tag oder am selben Tag kommt ein Update und es sind plötzlich Features drin, von denen ich im Update-Video, im Mod-Video noch gesagt habe, dass ich die gerne drin haben möchte. Als wenn die Modder das geahnt hätten oder als wenn die Modder meinen Stream gesehen haben und sich gesagt haben, ja stimmt, er hat recht, lass uns das mal einbauen. Ohne Witz, als wenn ich das trigger, dass das Update kommt. Und ich wurde tatsächlich auch schon von einem Modder angeschrieben, ich soll doch mal seinen Mod vorstellen tatsächlich. Das werde ich demnächst auch tatsächlich mal machen. Ich werde mir diesen einen Mod da, werde ich mal angucken. Das ist übrigens der Foundation Industries Mod, wo neue Fundamente reingemoddet werden. Wollte ich mir auch mal angucken. Habe ich auch noch keine Zeit gehabt, das zu installieren und mal abzuchecken, weil ich auch hier mit der Dyson-Sphärenfabrik schon maximal ausgelastet bin eigentlich. So, jetzt rühren wir uns mal hier diese Platten. Und dann steht ja auch bald noch Update 3 ins Haus und da wird sowieso alles nochmal durcheinander gewürfelt, weil das heißt ja, dass auch die Mods aktualisiert werden müssen und zwar alle. Da muss es ja dann auch wieder eine neue X- oder SML-Version, XML, SML-Version geben. Das muss ja dann alles aktualisiert werden und das heißt, die Mods müssen auch alle aktualisiert werden. Das heißt, das ist dann Ultra-Chaos eigentlich. Auf jeden Fall nicht so ohne. Da muss einiges geändert werden dann. Also an den Mods halt. So, lasst uns hier drüben jetzt noch die Rods rüberschieben. Warte mal, die Rods, hatte ich die nicht hier schon hochgefädelt? Moment, waren das hier die Rods? Ne, das waren die Platten. Genau, ne, die Rods brauchen wir noch. Muss jetzt nochmal schauen.
Die hatte ich noch nicht irgendwie jetzt hier oben. Genau, da muss ich noch ein komplettes Band machen. Also lasst uns mal hier... Lasst uns das mal hier machen. Die schiebe ich dann einfach hier an den Rand rein. Das müsste gehen. Genau, perfekt. Wundervoll. Es geht bestimmt auch noch eleganter, die Dyson-Sphäre anzuschließen. Garantiert geht das noch besser. So, die Rods, da müssen wir jetzt mal schauen. Wie kriege ich die jetzt von da hinten oben hier rüber? Müssen wir wieder so unterirdisch lang gehen am besten. Dass manche Zuschauer diese zeitliche Differenz immer noch nicht begreifen. Seit es LPs gibt, müssen LPer das erklären, dass die Spielversion mit den Videos nicht dem aktuellen Stand entsprechen, wenn das Video rauskommt. Ja, das ist halt grotesk. Viele denken halt wirklich, dass das Video... Dass ich da früh morgens vielleicht sitze, das Video aufnehme, das dann am Nachmittag kommt. Aber so ist es eigentlich nicht. Ne? Es ist halt wirklich so, dass ich das teilweise Tage, bevor das Video kommt, aufnehme. Weil sonst würde das zeitlich gar nicht gehen. Das wäre eine maximale Zeitverschwendung sonst, wenn man das anders macht. Weil man will ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, nicht an dem Tag ein Video schneiden, wo ein Video rauskommt. Ne? Man will ja dann vielleicht auch mal was anderes machen an dem Tag. Das heißt, man produziert halt vor, aber man will mal sich ein anderes Spiel angucken. Dafür hat man ja sonst gar keine Zeit. Wenn man alles immer nur so kleinteilig macht, das ist voll ineffizient. Das ist einfach kein gutes Zeitmanagement, so, wenn man das so macht. So, genau, hier sind die Teile. Hier ist der Ausgang. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier ist der Ausgang für die Stangen, genau. Habe ich das nicht schon angeschlossen? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ah! Ich komme hier voll durcheinander schon wieder. Es ist alles kreuz und quer. Da sind sie doch schon. Die sind doch schon da über das seitliche Band drüber. Habe ich die schon drin? Habe ich die schon connected? Ich bin voll verwirrt schon wieder. Ich meine, meine Fabrik steht ja quasi für Verwirrtheit. Das ist ja hier Programm eigentlich. Ich komme hier nicht mehr raus. Moment. Stangen, Stangen, Stangen. Doch, guck mal, die gehen doch schon hier hoch. Ah, hier, genau, hier sind sie. Hier ist der Ausgang für die Stangen. Jetzt habe ich's. Stimmt, das mussten wir ja abreißen, wegen geht nicht. Das war ja der Container. Okay, warte mal, da muss ich jetzt hoch. Oh, kann ich da hochfliegen? Bitte sag mir, dass ich hochfliegen kann. Das Förderband ist zu steil. Lüge, Lüge. So, genau, mach so, genau. Bisschen Schlangenlinie mal wieder hier. Schlangenlinie, Schlangenlinie. Und da kann ich wieder, habe ich wieder eine Entschuldigung, meinen Aufzug zu benutzen. Darum geht es mir ja eigentlich nur. Meinen Aufzug benutzen. So mancher denkt, Let's Plays wären live. Ja, so live 30 Minuten Let's Play, ne? Wer kennt das nicht? Nee, also ich kann an der Stelle schon mal alle Illusionen zerstören. Wenn ihr mich auf YouTube rumlaufen seht hier in dieser Welt, dann ist das alles andere, aber nicht live. Für alle, die wirklich noch diese Illusion haben, habe ich an der Stelle jetzt mal eure Kindheitsfantasien zerstört. Und der Weihnachtsmann, den gibt es übrigens auch nicht. Und der Osterhase, der bringt auch nicht die Eier. Jetzt habe ich sie alle richtig, jetzt habe ich sie alle richtig hart rangenommen hier. Jetzt habe ich erstmal alle Illusionen zerstört. Wisst ihr, wie ich das übrigens rausgekriegt habe, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist? Der Weihnachtsmann hatte die Schuhe von meinem Vater an. Das nur mal dazu. Und der Nikolaus? Ich bin schockiert. Ja, der Wahnsinn jetzt hier. Die Welten brechen zusammen. Unglaublich. Genau. Also Let's Plays sind nicht live. So, aber wir haben diese Ressourcen jetzt in der Dyson-Sphäre. Zumindest fast, weil das wird jetzt hier noch aufgefüllt, die Stacks. Iron Rods sind... Oh, Iron Rods sind schon komplett drin, Mensch. Guck mal an hier. Da brauchen wir jetzt noch Zement auf jeden Fall. Das geht auch recht schnell. Da habe ich auch schon die Produktion ausgebaut übrigens, ja. Wollte ich an der Stelle mal hinzufügen. Ja, und dann die anderen Sachen müssen alle entweder noch komplett an den Start gebracht werden oder erweitert werden von ihrer Produktionsmenge. Das, was wir jetzt noch schnell anschließen können, ist Concrete auf jeden Fall. Bei Steel Beams bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob das, was wir an Menge raushauen, überhaupt reicht. Kann ich nicht genau sagen. Müssen wir alles mal testen dann. Also mein Plan ist jetzt erstmal irgendwie diese Stacks voll zu machen in der Dyson-Sphäre, diese Speicher. Und erstmal zu schauen, ob die überhaupt launcht. Und wenn sie gelauncht ist, will ich mal schauen, ob
sie auch am Laufen bleibt oder ob wir irgendwo einen Engpass haben. Und wenn wir irgendwo einen Engpass haben, den dann schnell stopfen, bevor der Engpass zum Problem wird. Das ist so der Plan momentan. Weil ich die Zahlen teilweise, die die pro Minute dann braucht oder alle 10 Minuten, um weiterzulaufen, die Zahlen kenne ich halt nicht so richtig. Also ich weiß auch nicht, wie einige auf diese Zahlen kommen, die da teilweise gesagt werden. Und die haben einen Speicherfreeze übrigens und ich spiele schon wieder für 4 Stunden. Das ist unglaublich. Da seht ihr mal, was ich hier teilweise schon wieder offscreen suchte. Ich habe übrigens mal geschaut, seit ich Mods benutze, sind übrigens nochmal über 50 Stunden Spielzeit zu Satisfactory, also zu meiner Satisfactory Spielzeit dazugekommen. So, lasst uns mal hier diesen Output komplett an die Dyson-Sphäre geben. Um die Versorgung der nachgelagerten Produktion kümmern wir uns einfach später. Das muss eh alles noch ausgebaut werden. Und hier dieses Lager können wir mal auch löschen. Das brauchen wir auch nicht. Hat er jetzt das ganze Zement? War überhaupt Zement drin? Nee, war anscheinend gar nicht. Okay. War da. Förderbandsplitter. So, wir machen das jetzt wieder folgendermaßen. Wir nehmen das hier nochmal weg. So, und dann sagen wir, geh mal da rein. Und dann geben wir hier drüben einen Item-Trottel. Ein Item-Trottel. Bauen wir da hin. Und dann gehen wir in den Item-Trottel hinten rein. Wir gehen den Item-Trottel hinten rein, ja. Genau, da filtere ich jetzt erstmal noch nicht irgendwas. Das lasse ich jetzt erstmal unconnected. Und der vordere Output, der hier, der geht jetzt wieder zur Dyson-Sphäre direkt. Wie gesagt, wir filtern das jetzt immer so, dass die Menge, die zur Weiterproduktion gebraucht wird oder zur Weiterverarbeitung, über den Item-Trottel exakt in seiner benötigten Menge pro Minute abgesplittet wird. Und der Rest geht zur Dyson-Sphäre. So, jetzt muss ich nur schauen. Unten ist schon wieder alles zugebaut. Das heißt, wir müssen die nach unten Beförderung jetzt eine Etage weiter vorne erledigen hier. Genau, sonst kommen wir... Ah, da hat er die Kiste hingelegt. Das ist die Zement. Habe ich schon gewundert. Jetzt muss ich aber alles löschen. Da habe ich keinen Platz. Ich habe ja jetzt nicht mehr die 1 Million Slots da. Ich bin jetzt keine Slotmaschine mehr mittlerweile. Es ist vorbei, die Zeit. Ah! Ich muss das Licht anmachen. Sonst sieht man hier gar nichts. Ich hätte doch mehr Lampen aufstellen sollen. Aber das Problem mit den Lampen ist, die ziehen wahnsinnig FPS. 3 Lampen reichen schon aus in der näheren Umgebung. Und da oben ist ja einer aktiv. 3 Lampen reichen schon aus, dass die FPS ins Bodenlose einbrechen. Das ist echt übel. Deswegen versuche ich die Lampen gerade eher zu vermeiden. Ich würde gerne mehr aufstellen, aber da müssen wir, glaube ich, dann auf Update 3 und das Engine Update warten, bevor wir da mehr benutzen können, weil sonst kill ich hier mir mein Spiel. Und das wollen wir ja nicht. Ihr wollt ja auch noch was sehen, außer Gorokel. So. Dann ziehen wir uns das mal hier nibber. Hier können wir doch bestimmt noch eine Stufe hochgehen, oder? Wenn ich jetzt hier mal so einen Ständer hinbaue. Höhö, er hat Ständer gesagt. Er hat Ständer gesagt. Ja, ja, sowas sagt der hier. Es ist noch gar nicht die Uhrzeit. Das ist auch geil, wenn ihr das dann schaut auf YouTube. Dann ist es sowieso egal, zu welcher Uhrzeit ich irgendwas sage. Weil ihr das sowieso zu der Uhrzeit dann guckt. Zu der ihr das guckt. Um mal wieder bei dem Thema Zeitreisen anzukommen. Es ist ja wirklich krass, es sind ja wirklich Zeitreisen, die wir hier machen eigentlich, ne? Ihr reist ja immer in die Vergangenheit, wenn ihr meine Videos guckt. Back to the future. Lasst uns einen Fluxkompensator bauen. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich jetzt hier diesen Ständer hingebaut? That's what she said. Mist, ich kriege den Ständer nicht hin. Da war er doch gerade, der Ständer. That's what she said. Ne, ein bisschen weiter vor muss er noch. Hier. Ich brauche meinen Ständer hier eigentlich, oder? Ne, eigentlich brauche ich ihn... Hier brauche ich ihn eigentlich. Aber da ist ein anderer Ständer drunter. Weißt du was? Ist egal. Mach mal den Ständer... Ja, dahin! Da, wo er gerade war. Tick! Tick! Jawohl! Das ist ein guter Ständer. Der passt. That's what she said. Wusch! Und jetzt... Noch einen. Ich krieg heute von Ständern nicht genug. That's what... Nee, man muss auch mal einen auslassen.
Da war er. Man muss auch mal einen auslassen. Man kann nicht jeden mitnehmen. Und jetzt da lang. Ja, dieses unterirdische Abfuhrsystem ist Segen und Fluch zugleich, muss ich feststellen. Zumal ich das hier auch gerade so baue, dass ich mich da komplett... Ah, ich hänge komplett fest gerade. Nein, ich muss mich, glaube ich, mal hier rausgraben. Ah, nein, hier ist auch noch ein Band oben drüber. Gott. Das wird alles so eng schon wieder hier. Ah, hier ist das Katja. Ah! Ist das anstrengend. Nein! Warte, 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 warte. Wir müssen das anders machen. Nein, ich hänge schon wieder fest. Lass mich los. Hä? Ah, ich hänge... Ah! Hier, ich muss hier noch einen hinmachen. Sonst komme ich ja nicht um die Kurve hier. Oh Gott. So, genau. Gott, das sind Geräusche da oben. Hört ihr das? Einige haben schon gesagt, mein Mikro macht komische Geräusche. Nee, das sind hier die Anlagen. Dieses Gespratzel und so. Das sind die Anlagen von Satisfactory hier. Die machen so einen Krach. Mein Mikrofon ist völlig okay. Ich habe mir das in den Aufnahmen auch nochmal angehört. Das ist das Gespratzel von der Produktion oben. So. Also jetzt. Das können wir ja wegmachen hier. Uff. Huhuhu. So, jetzt. Hier noch einen. Das ist jetzt der letzte Ständer, den wir je brauchen werden. Haha. So, und jetzt gehen wir wieder hoch zur... Okay. Geht wieder da nicht. Mach's mal so. Wie viel Platz ist denn da oben noch? Da ist ja gar kein Platz mehr, stimmt. Ach ja, stimmt. Die Anschlüsse oben sind ja alle belegt, ne? Schon. Da muss ich ja an eine andere Stelle gehen. Da muss ich ja da hinten eigentlich hin. Ach ja, ich kann ja keine Lüfte direkt an die Dyson-Sphäre setzen. Ah! Wieso geht das denn noch nicht? Diese scheiß Hitbox. Okay, ich muss hochfahren, Plattform bauen und dann einen Lift von der Plattform ausziehen. Sonst geht's nicht. Man kann in diese Hitbox von dieser Dyson-Sphäre keine Aufzüge bauen. Es geht einfach nicht. Nicht genügend Freiraum. Ja, genau. Aber Ultra. Die Ultra-Variante davon ist diese Dyson-Sphäre von nicht genügend Freiraum. Die Perversion von nicht genügend Freiraum ist das. Nicht genügend Freiraum 2.0. Ja, so ungefähr. Ich würde sogar fast sagen 3.0, wenn ich mir das hier so angucke. Da steht ja auch Danger. Das steht ja nicht umsonst da. Das ist nämlich schädlich für die Nerven. So, liebe Freunde. Was haben wir denn jetzt hier? Aha. Epic Shit on the, in the Hood, meine lieben Freunde. Wir haben 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7! 7 Komponenten! 7! 7 wahnsinnige Komponenten! Da treten die Augen aus den Höhlen, wenn du das siehst. Reinforced Iron Plate, würde ich sagen, sollte unser nächstes Ziel sein. Das kann man realistisch an den Start bringen, das geht. Und danach vielleicht Encased Industrial Beam. Das sind so die zwei Dinge, die ich jetzt anvisieren würde. Und danach dann jeweils noch die... Die Steelpipe und die Steelbeams noch. Wobei wir eigentlich die Steelbeams... Moment, die können wir auch schon rannehmen. Da haben wir ja eine Produktion tatsächlich, die gesplittet ist schon. Da nehme ich einfach die andere Hälfte der Produktion in die Dyson-Sphäre rein. Dann haben wir das auch weg. Ich muss nur gucken... Ich muss nur schauen, dass das geht. Übrigens, da habe ich mal einen Gassauger aufgestellt da hinten. Dass ich nicht immer in das Gas reinlaufe, wenn ich hier rumrenne. Learning by doing, genau. Das ist sowieso das Motto hier. Learning by dying ist es normalerweise, aber hier sterbe ich nicht mehr so oft in Satisfactory, deswegen ist es jetzt mehr learning by doing. So. Kurz mal überlegen. Hier drüben war das. Genau, die Platten. Das geht nämlich hier auf den Bass, wird aber noch nicht weiter verarbeitet, glaube ich. Und das hier geht runter und daraus wird was gemacht? Daraus werden Schrauben gemacht, ne? Ja, genau, Schrauben werden da draus gestanzt. Das heißt,
Wir können diese Produktion hier wieder so aufsplittern, dass wir sagen, ein Teil geht wieder an die Dyson-Sphäre. Also eigentlich fast alles geht an die Dyson-Sphäre. Wo kommt das jetzt nochmal raus? Hier hinten, ne? Hier mach mal so, genau, splitten. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das hier eigentlich ist. Es sind nur drei Anlagen. Hier drüben geht der Löwenanteil rüber. Da kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen was rüberschieben, tatsächlich. Genau. Ich mache hier schon mal den Gedöns-Dings. Hey, wo war denn das? Logistik hier. Item-Trottel, genau. Den Item-Trottel brauchen wir. Ist er richtig in Line? Das ist immer so schwer zu erkennen, ne? Es ist so schwer zu erkennen. Machen wir es mal so. Sehr schön, Item-Trottel am Start. Der braucht auch noch keine Zahl, glaube ich. Das wird eh noch nicht verbraucht da hinten, wie wir sehen können. 60 ist, glaube ich, okay. Und dann, genau, müssen wir das wieder nach hinten befördern erstmal. Nach hinten unten. Ich schiebe das jetzt erstmal kreuz und quer hier durch. Genau, wir schieben das jetzt hier runter. Förderbandmast. Dann haben wir nämlich schon das nächste dran. Es ist gar nicht mehr so viel eigentlich. Aber die Sachen, die noch ausstehen, ne, die sind halt wahnsinnig komplex dann. Supercomputer, sage ich nur, fehlen noch. Aber da brauchen wir zum Glück nicht ganz so viele. Nur irgendwie so 100 oder so. Ist ja nicht viel. Ist ja wenig. Kann man aber machen. Und da ist es schon wieder zu kotz. Ach du Scheiße. Ey, hier ist die Plattform auch schon wieder zu Ende, ne? Ich muss das erstmal hier ein bisschen ausbauen. Nicht, dass ich hier noch runterfalle. Wenn ich hier runterfalle, ist Ende mit Leben. Und mit Inventar und mit... Hast du denn hier gesehen? So, komm mal her. Das müsste eigentlich genau daneben sein. Perfekt. Oh ja, stimmt. Das geht ja gar nicht. Hahaha. Dann, mache ich so. So, genau. So geht das. Sehr schön. So, jetzt wieder hochfahren und von oben wieder randengeln. Und dann haben wir es. Dann haben wir auch die Platten jetzt. Und ja, die Produktion der Platten muss noch gesteigert werden. Was da jetzt reinkommt, es sind ja 3000, die wir brauchen. Und pro Minute oder alle 10 Minuten brauchen wir dann nochmal 1000 oder so, glaube ich. Aber nicht ganz 1000. Ich weiß halt nicht genau, wie hoch der Anteil, wie gesagt, ist von den Sachen, die man alle 10 Minuten braucht. Das muss ich so grob abschätzen, ungefähr. Und ich würde schätzen, ich brauche 500 bis 1000 Platten. Wahrscheinlich eher so 500. Pro Minute, also, oder alle 10 Minuten. Das kann man jetzt ausrechnen, wie viel das dann wieder pro Minute ist. Huch. Musst du wohl die richtige nehmen? Genau. Platten to go. Wunderprächtig. Damit haben wir in die Dyson-Sphäre die 8. Komponente eingefügt. Nicht schlecht. Hier Supercomputer fehlen, wie gesagt, noch. Dann fehlen noch Turbomotoren. Oh Gott, Turbomotoren sind auch so kompliziert zu produzieren. Und hier die Funksteuerungseinheiten sind auch so kompliziert. Aber gut, das sind nur 100. Das geht noch tatsächlich. Das ist nicht so schwierig. Reinforced Iron Plate. Genau, das ist jetzt das nächste, was wir machen. Steel Pipes auch, wären auch das nächste. Erstmal so die einfachsten Sachen. Und dann mal gucken, wie viel wir für die Weiterverarbeitung dann brauchen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im
Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.